Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Haus des Geldes, Freunde. Wir haben noch zwei Folgen übrig, Folge 7 und Folge 8. Heute ist es Folge 7, die wir uns zusammen hier ansehen werden. Falls ihr die eine Folge verpasst haben zwischendurch, aus der ersten, zweiten oder aus dieser Staffel, dann schaut gerne oben, Freunde, hier ins i rein. Dort habt ihr dann auf jeden Fall alle Folgen nochmal in einer Playlist, ja? Für alle, die neu sein sollten und sich fragen, Bruder, wie kann ich jetzt hier mit dir zusammen eine Serie schauen? Ganz easy, Freunde. Wir schauen ganz kurz rein, wie wir das machen. Kleines Tutorial, wie immer. Ihr habt jetzt hier ein wunderbares YouTube-Video. Gehen wir davon aus, dass Knossi gerade der wunderbare Fluderflo ist und ihr dieses Video hier gerade seht. Dann macht ihr dort einen doppelten Rechtsklick drauf. Dann habt ihr die Schleife, Steuerelemente anzeigen und hier unten habt ihr Bild in Bild. Klickt ihr drauf, dann habt ihr jetzt hier ein Schwarzbild. Und unter meiner Facecam ist gerade genau das gleiche Video, nur in klein aufgeploppt, Freunde, ja. Dieses könnt ihr dann ganz einfach, wenn ihr auf eine andere Website geht, hier beibehalten. Könnt euch das beliebig groß und klein ziehen, wie auch immer ihr wollt. Und ihr seht schon, ich bin gerade hier auf Netflix und hier werden wir gleich zusammen die siebte Folge ansehen. Dieses Bild schiebt ihr dann einfach oben, unten oder wo auch immer hin. Und dann könnt ihr hier auf Play drücken, da auf Play. Ansonsten, so mache ich es immer, wenn ich mir von anderen Reaction-Channels solche Videos ansehe. Ich schaue einfach auf zwei Bildschirme, ja. Nicht jeder hat einen zweiten Bildschirm. Aber ich schaue meistens auf zwei Bildschirme. Macht es, wie ihr wollt, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt rein bei Folge 7. Für die, die es auf Instagram mitbekommen haben, die mir auf Instagram folgen, ja. Ich habe tatsächlich ein kleines Paket zugesendet bekommen von Ubisoft und Netflix. Da war unter anderem, Freunde, diese wunderbare Maske hier drin, ja. Noch ein bisschen was anderes. Und ja, auf jeden Fall, Freunde, die Leute von Netflix geben Ehre, dass wir dieses Video hier uns zusammen ansehen. Deswegen Kuss nochmal an alle von Netflix und an Ubisoft besonders, die das den Kontakt ein bisschen in den Weg geleitet haben. Finde ich cool, Leute. Finde ich cool. Das ist für mich voll so die Ehre eigentlich, dass das jetzt irgendwie so appreciated wird, was sie hier machen, ja. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir schauen rein. Die Folge geht 44 Minuten und 18 Sekunden. Wir schauen rein, Freunde. Urlaub heißt sie. Es ist so viel, was passiert. Ich hoffe, die Schwangere stirbt. Und wird einfach ins Gesicht getreten. Natürlich, dass dem Baby nichts passiert, Freunde. Ich bin ja hier, ne? Pro Kinder und so. Gut, Freunde, wir schauen rein. Wir starten. Wir drücken auf Play. In 3, 2, 1. Ach ja, Leute. Leute, ich bin noch da. Ich bin noch da, Leute. Oh, wir haben Flashbacks wieder von der Insel. Oh, man. Oh, nein, ich habe echt Angst, dass Rio stirbt, oder... ich habe Angst, Leute, ich habe Angst. Oh, no. Man kann sich unterhalten, ja? Quatsch mit Soße, sag ich da auch, genau. Ey, Tokio sieht schon echt ganz gut aus, oder, Leute? Seid mir ehrlich, Leute, seid mir ehrlich. Sicherheit ist das A und O. Ey, Rio hat aber auch aufgebaut. Er ist richtig breit geworden, fällt mir nochmal gerade auf. Er hat echt auch Muskeln aufgebaut, irgendwie krass. Oh, das ist richtig süß, Mann. Das ist richtig süß, Alter. Schaut euch an. Und jetzt cut und er stirbt einfach. Ich sehe es doch schon. Das bin ich, wenn ich eine neue Folge Haus des Geldes hochlade. Und das seid ihr, wenn sie endlich kommt nach der ganzen Warterei. 100% Freunde, 1 zu 1 accurate. 1 zu 1. Ehre.
Oh, huch. Ey, der wird noch eine große Rolle spielen, glaube ich. Leute, ich bin doch dabei. Ich bin doch dabei heute. Ich bin heute dabei, Leute. Ey, wenn jetzt noch irgendwas schief geht, ne? Nein. Nein, nein, nein. Was macht er? Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde auch sofort meine Maske abnehmen, weil ich einfach Angst hätte, ich würde erschossen werden noch, solange ich die Maske auf habe. Ey, nein, ich glaub dem nicht, das ist zu schön gerade, um wahr zu sein. Ich glaub dem noch nicht. Bitte lass jetzt nicht schief gehen. We did it, Leute, we did it. Okay. Schließ die Tore. Oh nein. Nein! Sie machen den umgedrehten Professor. Sie machen den umgedrehten Professor. Digga, was bist du für ein Pleb einfach? Du bist einfach ein Pleb. Mehr bist du nicht, Bruder. Mann, sie machen den umgedrehten Professor. Lol, er geht echt rein. Er geht echt rein. Ich dachte es schon, er geht echt rein. Er geht echt rein. Er ist drin. Ehre. Okay, das finde ich geil. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Das ist geil. Oh. Ja, die kennen sich. Atorito. Darauf habe ich gewartet, Mann. Okay, das ist geil. Okay, das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool, Alter. Boah. Okay, das ist wirklich cool. Oh Gott. Aber sie machen einfach den doppelten Professor. Sie haben ihn einfach jetzt verkabelt. Den Verito. Riorito. Leute, ich weiß ja nicht. Auch wenn er Monika gleich wieder sieht. Huch. Huch. Wenn er Monika wieder sieht, Alter. Upsi-dups. Im Januar kommt schon die nächste Staffel, habe ich gehört. Stimmt das? Das kann nicht sein. Im Januar doch noch nicht, oder? Wann kommt die nächste Staffel, Leute? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe Januar gehört, aber Januar kann nicht stimmen. Januar ist ja safe zu früh schon, oder nicht? Ehrenmann. Okay, das ist schön, Leute. Oh.
Ich habe jetzt gerade, wo es schön ist, das Gefühl, dass alle sterben. Alle werden sterben. Oh nein, bitte nicht. Oh, das ist schön einfach. Wem sagst du das? Ich kann relaten, Alter. Ich kann relaten, Leute. Das ist doch. Ach, Leute, das ist schön. Same. Schon passiert bei mir. Das wird jetzt richtig eklig. Also, wenn wir jetzt zuhören, so. Schade. Ja, kleines Opfer. Ja, das dachte ich mir schon. Das waren viel zu wenige. Retalk. Ich muss immer an dieses Jorge González-Meme denken, wenn ich drei höre, Alter. Oh Gott, das ist unangenehm, Alter. Fucking unangenehm. Oh nein, warum untersucht sie ihn denn? Unangenehm. 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 Oh. Ihr müsst Rio untersuchen. Och nein. Ja, selber schuld, Idiot. Selber schuld. Ja, Bruder, selber schuld. Wenn du dein Girl betrogen hast, dann. Ja, was soll's? Ja, yeah, true, true. Ja, es ist selber schuld in the first place. Es ist doch alles seine Schuld einfach. Ja, man kann es verstehen, aber er hat. Aber, ey. Er hat seine Frau betrogen, hat sie im Stich gelassen danach noch. Selber schuld einfach. Jetzt tut er als Player in der Öffentlichkeit. Nein, hat er nicht verdient, finde ich. Hat er nicht verdient. Er mag kein schlechter Mensch sein. Oder doch, er ist auch ein schlechter Mensch, aber er ist auch dumm. Ja, verständlich. Er ist auch einfach dumm. Er hat dumme Sachen gemacht.
Jetzt kriegt er einen richtigen Schlag ins Gesicht. Was? Oh nein! Oh bitte! Oh nein, bitte Denver, komm rein! Okay, er ist wirklich der ekligste Mensch, den ich kenne. Er ist ja wirklich der ekligste Mensch, den es gibt. Ich dachte für einen kurzen Moment noch, er hat wirklich Reue gezeigt. Ach man, ich hätte gewünscht, dass er ein richtiges Ding bekommt. Dass er so ein richtiges Ding bekommt. Aber jetzt muss er wieder Arsch geben, glaube ich. Huch. Verdient, Bruder, verdient. Boah, Arturito ist ja wirklich ein ekelhafter Mensch einfach. Das Schlimme ist, dass jetzt alles mitgehört wird halt, ne? Es wird alles mitgehört. Okay. Okay, Bruder. Es wird alles mitgehört. Von dieser Ekelschwangeren einfach. Okay. Oh nein, Alter. Was los? Was los? Oh nein. Ja, okay, das ist smart. Das ist smart. Das ist smart. Das ist smart. Real Talk, ja, smart. Das ist smart. Was? Leute, 10k, ich sag euch alles, was ihr wissen wollt. Sehen kann, ich sag euch alles. Bruder. Ein Monat lang kein Video hochladen. 10 Millionen Loss. Das ist halt nur die Zwischenzentrale gewesen hier, ne? Ja, da ist niemand. Aber er hat halt die Zwischenstation. Das waren Ehrenbauern.
Was? Die Jungfrau vom Straßenseher? Aber hätte ich auch gehört, war die Nummer dann. Let's go, Leute. Alter, stell ich mir so heftig vor. Oh, was? Ehre. Das ist auch Ehre. Oh. Oh. Oha. Krass, Mann. Ja, Ehrenfrau auf jeden Fall, ne? Bruder, hätte jeder. Hätte jeder. Selbst der Professor selbst. Ey, stell dich das mal vor, Mann. Boah. Krass, Mann. Ehre! Ehre! Ah! Oh! Oh nein! Oh nein! Nein, jetzt wird's eklig! Jetzt wird's eklig! Jetzt wird's wieder richtig unangenehm! In der Zahnfüllung, lass ich das mal vor, Zähne rausziehen!
Ich meine, es ist schon tot, das Tier. Ja, er hat recht. Ich meine, das Schwein leidet nicht mehr. Ich verstehe ihn, aber es leidet jetzt ja nicht mehr so. Ey, Helsinki mit dem Kenzo-Shirt, Alter, am Rocken. Okay. Tee trinken, Leute? Tee trinken. Er hat recht, Mann. Er hat immer recht. Der Professor hat immer recht. Huch. Aber ja, er hat natürlich recht, Leute. Dann schlucken sie es. Also die Polizei, Leute. Hey, kein Streit jetzt hier, Leute. Das stimmt. Das stimmt. Hey! Mach doch jetzt nicht so ein Fass wieder auf, Mann. Ey, der Professor ist manchmal echt einfach ein Roboter und Raquel ist manchmal einfach eine Frau.
Lächerlich. Was? Leute. Ich wollte gerade was Ernstes droppen, darüber, wie scheiße das jetzt gerade beim Professor und Raquel aussieht. Na, okay. Ja, okay, sie sagt es ihnen zumindest vorher, was los ist. Warum macht der Typ das so eklig, Alter? Leute. Spätestens jetzt hätte ich eh alles cutten müssen. Deswegen gut, dass ihr nichts seht. Jungs. Ich glaube, ich muss das Video beenden an dieser Stelle. Okay. Ehre. Krass. Ach Mann, Leute, alles wendet sich gegen uns. Alles ist in dichten Nebel gehüllt. Alter, krass. Oh Mann. Oh nein, das ist der schlimmste Satz der Welt. Och Mann, Leute. Warum muss immer sowas passieren? Warum können nicht immer einfach schöne Sachen passieren? So wie sowas hier. Das ist ehrenlos einfach. Ja, sieht sehr gut aus gerade alles natürlich, ne? Oh, bitte nicht im Zahn wäre schlimmste, glaube ich. Das stelle ich mir so krass
eklig vor. Wo war es jetzt? An der Hüfte? An der Hüfte oder wo? War das der Arm? Ah, ein Bein, oh Bein, okay. Okay, sie haben's, sie haben's. Oder? Ich glaube, sie will dir was ganz anderes erzählen, Alter. Leute, was ist das für eine Folge heute, hä? Was ist das für eine Folge heute? Können wir darüber mal reden? Oh nein, Alter. Huch. Huch. Okay. Schon ist der Streit vergessen. Man merkt es so. In so krassen Situationen ist alles vergessen. Da ist alles auf Null wieder. Oh, Ehre. 800 IQ-Move. Leute. Thermodecke ist wichtig, Leute. Tarnnetz. Stunden. Stunden. Okay. Ey, ich habe Angst, Raquel wird, glaube ich, gefasst. Ich habe Angst, dass Raquel gefasst wird. Ey, das ist auch schlau. Das ist schlau. Das ist schlau. Lol. Lol. Schlau. Schlau. Hä, übel schlau. Einfach da bleiben. Da kommt halt niemand drauf. Einfach da bleiben. Man läuft halt echt immer weg. Krass. Oh nein. Lol. Nein.
Ja, surprise, surprise. The price is right. Oh nein! Bruder! Boah, yo, das ist halt so knapp alles. Da werden sie echt als allererstes gucken, obviously. Da bin sie halt echt, da sind sie safe schon. Nein, 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 nein. Okay, dann haben Sie das schon mal raus. Genau das ist es, ja. Krass, ja, okay. Damn, Alter. Ich habe Angst, dass Raquel gefunden wird und damit der Professor gelockt wird dann. Safe, sie locken mit Raquel den Professor. Safe! Ehrenlos, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Sieht man ihn? Okay, er ist komplett im Buschmodus. Ja, okay. Das ist schon geil, okay. Damn. Ist das Ende? Ja. Okay, Leute, wir haben noch eine Folge. Wir haben noch eine Folge, wie lange geht hier? Okay, die geht zumindest eine Stunde. Haben wir noch ein bisschen mehr, zum Glück, Alter. Gut, Freunde. Ja, das war's an dieser Stelle tatsächlich. Ja, mit Folge 7. Holy shit. Also, ich sag, safe, Raquel wird gefunden. Damit wird der Professor gelockt. Ey, es ist ja so viel wieder passiert, Alter. Es ist ja alles über Bord geworfen. Und man weiß halt echt bis zur letzten Sekunde jetzt nicht, was passieren wird, so. Ey, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird auch noch mit Arturo passieren, Alter. Der ist nicht ohne Grund da reingelaufen. Irgendwas wird noch passieren mit Arturo. Irgendwas wird auch noch. Also die. Ich weiß nicht, ob die Polizei das hinbekommt, die daran zu hindern, dass sie nicht rauskommen mit dem Gold. Aber das war ja auch heftig. Und die Frage ist, ob der Professor damit gerechnet hat schon, dass die irgendwann aufs Gold gehen und sagen, okay, dann halten wir zumindest das Gold bei uns. Ob der Professor das schon vorausprophezeit hat, so wie alles andere in seinem Leben auch oder eben nicht. Das ist halt die Question hier. Ansonsten.
wissen wir nicht wirklich viel und können alles nur, ja, keine Ahnung. Können alles nur vermuten, Alter. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Ich weiß auch nicht, ich bin richtig lost. Es kann alles passieren. Holy shit. Es werden auch noch safe irgendwelche Leute sterben. Oh nein. Es kann auch sein, dass Raquel stirbt. Ich glaube, irgendwas passiert mit Raquel. Ich glaube, irgendwas passiert mit ihr. Dammit. Oder Arturo will vielleicht Denver töten. Kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir so vieles vorstellen. Dammit. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ja. Und, ja, dann sehen wir uns. Habt noch einen wunderbaren Tag, Freunde. Bis dahin, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.